Dadat Bank. Die Dadat Bank ist 2017 in Österreich gestartet mit einem günstigen Wertpapierdepot. In diesem Video möchte ich euch einiges erzählen über die Gebühren, über die Kosten. Was kostet die Depotgebühr? Was kosten denn die Orders? Was kann ich denn alles ordern? Was ist denn das Angebot der Dadat Bank? Wie sieht denn die Trading-Oberfläche aus der Dadat Bank? Und. Also zusehen, wenn dich interessiert, was das da denn alles kann, dieses Wertpapierdepot der Dadat Bank. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von poker-test.at, dem österreichischen Poker-Test und Vergleicher, und in diesem Video geht es um das Angebot der Dadat Bank im Wertpapierbereich. Die Dadat Bank bietet seit 2017 ein Wertpapierdepot in Österreich an. Die Dadat Bank ist eine Direktbankenmarke der Grazer wechselseitigen Bankengruppe. Dort gehört sie dazu zur Shellham & Schatterer, wobei diese Shellham & Schatterer mit der Capital Bank im Herbst 2021 fusionieren wird und einen neuen Namen haben wird. Nicht betroffen wird wahrscheinlich die Dadat Bank sein. Das ist eine Direktbankenmarke, das heißt eine willkürlich geführte Marke. Dahinter steht aber die Einlagensicherung der Shellhammer und Schatterer. Was ist denn das Angebot der Dadat Bank? Wenn du eben auf die Webseite gehst von der Dadat Bank, dann wirst du eben sehen, dass eben die Dadat Bank mehr anbietet als nur eben ein Wertpapierdepot. Sie ist eben in diesen rosa gehalten und du bekommst eben bei Börsedepot eben eine Übersicht, dass sie eben ein Wertpapierdepot anbieten bei Sparen und Anlegen, aber auch hast du die Möglichkeit eines Sparkontos oder Bausparen bis hin eben einer Vermögensverwaltung oder wenn du eben ein betuchter Kunde oder Kundin bist, auch die Möglichkeit einer Vermögensberatung im Private Banking. Aber sie bieten auch ein Girokonto an mit Apple Pay, Blue Code, aber auch Android Pay. Auch einen Kredit bieten sie an, wobei auch eine Baufinanzierung bieten sie an. Aber das glaube ich eben überall, genau über die Bank Burgenland läuft das eben dementsprechend ab. Das Umfeld, was die Dadat Bank im Bereich Wertpapierdepot alles anbietet, das ist dementsprechend komplex. Also ich kann da nur dementsprechend anbieten, zu versuchen, möglichst viel hineinzupacken in dieses Video, aber es gibt da einfach so viele Nuancen, dass ich eben gar nicht dazu komme, euch das alles vorzustellen. Es gibt natürlich auch ein Tarifblatt, da möchte ich euch aber auch hier wieder darauf verweisen, dass eben die Angaben, müsst ihr eben dementsprechend prüfen, ob eben es irgendwo einen kleinen Hinweis gibt, ob der inklusive oder exklusive Umsatzsteuer sind. Ich erzähle euch mehr über das Depot und führe immer die Jahreskosten an und dort eben inklusive Umsatzsteuer. Auf einen Blick, was gibt es zur Dadat Bank zu sagen im Wertpapierdepotbereich? Nun ja, es ist ein steuereinfacher Broker, die Depotgebühr liegt bei 0,09 bzw. pro Position mindestens 3,04 Euro und das Verrechnungskonto kostet 10,12 Euro im Moment mit Stand Juni 2021. Es gibt auch Rabatte für Vieltrader, wenn du über 100 Trades im Jahr hast, dann kann es eben zu Rabatten kommen im Bereich der Depotgebühr, aber auch im Bereich des Verrechnungskonto. Da musst du aber bestimmte Auflagen erfüllen, damit du eben zu diesen Rabatten kommst. Aber ich möchte es eben dementsprechend erwähnt haben. Wie sieht es denn mit den Depotgebühren aus? Bei den Depotgebühren heißt es eben, wie vorhin bereits gesagt, 0,09 vom Depotwert wird auf quartalsweise abgerechnet, mindestens aber 3,04 Euro pro Position. Es gibt aber dann auch noch einen Hinweis, dass es eben bei Fonds, gilt nicht für ETFs, gibt es gar keine Depotgebühr. Und wenn du eben mehr tradest, heißt viel Trader, kann es eben auch passieren, dass du eben keine Depotgebühren bezahlst. Neukunden gibt es meistens irgendein Angebot, dass es eben die ersten Monate eben auch keine Depotgebühr bezahlen. Das Verrechnungskonto ist obligatorisch, das heißt, das musst du mitnehmen, auch wenn du ein Girokonto bei der Dadat Bank hast. Da bezahlst du übers Jahr 10,12 Euro und ist auch dementsprechend verzinst. Du hast auch die Möglichkeit, einen Mehrpapierkredit aufzunehmen und so weiter und so weiter. Die Ordergebühren, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie du eben bei der Dadat Bank treten kannst. Sie bieten natürlich eine Vielzahl an Handelsplätzen aus, also von der Wiener Börse bis Xetra, New York Stock Exchange, Nasdaq, aber auch Börse Mailand, Paris, London, Amsterdam und so weiter.
Prime ist eben auch eine Möglichkeit, günstig zu handeln, denn du kaufst dort über die Lang- und Schwarz-Exchange, aber sie bieten auch zum Beispiel Tradegate an. Und da musst du dich eben informieren, wo du eben traden möchtest und kannst. Es ist so, dass du, wenn du zum Beispiel mit Dadat Prime handelst, sprich eben den Handelsplatz Lang- und Schwarz-Exchange auswählst, dann kostet dir die Order 3,95 Euro plus 0,15% vom Order-Gegenwert. Und eine Order über 1.000 Euro kostet so über Dadat Prime 5,40 Euro, über 5.000 Euro 11,40 Euro. Also meines Erachtens wirklich ein günstiger Preis über die Lang- und Schwarz-Exchange, wenn du eben dort handelst. Und du kannst eben dort eine Voestalpine kaufen, eine Alphabet, eine Apple, eine Daimler, eine SAP, die haben wirklich, oder irgendwelche ETFs, da hast du wirklich eine riesengroße Auswahl und für den Normalsterblichen reicht Dadat Prime im Regelfall aus. Wenn du jetzt eine Manna-Aktie oder sonst irgendeinen Nebenwert kaufen möchtest, dann musst du eben auf die Heimatbörse ausweichen. Aber für die großen Kaliber gibt es eben auch über die Handelsplätze und eben hier bietet eben die da über mit Dadat Prime die Lang- und Schwarz-Exchange wirklich günstige Gebühren an. Wenn du an der Wiener Börse eben kaufst, kostet es eben 3,9 Euro fix aktuell plus 0,1% plus 0,03. Ergibt über 1.000 Euro ca. 6,70 Euro, über 5.000 Euro 10,70 Euro. An der Xetra sieht es so aus, 4,95 Euro fix. Und dann kommt dazu Clearinggebühr, das. Und so kostet eine Order über 1.000 Euro ca. 11,45 Euro, über 5.000 Euro 20,25 Euro. An der Nasdaq sieht es so aus, 4,95 fix plus 2,70 Euro Clearinggebühr plus. Und dann kostet eben eine Order über 1.000 Euro 15,28 Euro, über 5.22,28 Euro. Aber da würde ich eben immer prüfen, ob du dieses Wertpapier nicht tatsächlich auch an einen deutschsprachigen Handelsplatz an der Wiener Börse, die haben auch ein internationales Segment, kaufen kannst. Eine Apple und so weiter kannst du dort kaufen oder eben über Dadat Prime oder an einem deutschen Handelsplatz. Also es ist meistens so, dass du dort gar nicht kaufen musst und dann kaufst du sie eben in Euro, hast keine Devisengebühren und eben die günstigere Ordergebühr. Im Regelfall für Langfristanleger reicht das meines Erachtens vollkommen. Das Interessante ist bei der Dadat natürlich, dass sie keine Dividendengebühr verrechnen. Zumindest keine eigenen Gebühren, fremde Spesen sagen sie ja, aber ich habe noch nie etwas kennengelernt, wo eben eine fremde Dividendengebühr angefallen ist. Und daher ist meines Erachtens der Unique Selling Point, Unique Selling Proposition von der Dadat Bank, dass sie keine Dividendengebühr verrechnen. Und das macht die Dadat Bank im Vergleich zu einer Hello Bank oder eben auch einer Bank direkt und einer Flattex dementsprechend attraktiv, dass ganz gleich, ob das jetzt eine deutsche Aktie ist, eine österreichische, eine US-amerikanische, keine Dividendengebühr und auch keine Devisenprovision. Und für Dividendenanleger ist eben die Dadat Bank dementsprechend interessant in der Auswahl. ETF-Sparplan bzw. Sparpläne allgemein hat die Dadat Bank, wenn man es einfach so checkartig macht, ja, sie haben einen Aktiensparplan, sie haben einen ETF-Sparplan, einen Fondssparplan, einen Zertifikatsparplan und einen Goldsparplan. Wenn man aber dann genauer hinblickt, dann sieht man, dass die große Auswahl leider dort und da nicht vorhanden ist. Bei den ETF-Sparplänen haben sie ein bisschen über 50, bei den Fondssparplänen sind sie, glaube ich, ein bisschen unter 100, bei den Aktiensparplänen sind sie ein bisschen über 30 Angebote. Ja, sie bieten dort und da etwas an, von den Konditionen auch sehr günstig, denn sie bieten das Ganze mit 0,75 Euro fix plus 0,175% duell. Da sind sie wirklich sehr, sehr gut dabei. Leider keine kostenlosen Möglichkeiten, aber im Regelfall reicht es eben ganz gut aus. Hauptversammlungen, österreichische Hauptversammlungen sind kostenlos, fremde Spesen werden weiter verrechnet, bei ausländischen Hauptversammlungen sind es 48 Euro, die eben hier anfallen. Ja, und wie gesagt, es gibt auch noch eben für Vieltrader dementsprechende Aktionen, dass eben, wenn du eben über 100 Trades hast, 25% auf die Depotgebühr, bei 200 Trades im Jahr oder bis November heißt es, gibt es eine 100%ige Bonifikation. Welche Wertpapiere kann ich denn kaufen bei der Dadat Bank? Ja, da hast du eben Aktien, da hast du Anleihen, du hast Fonds, du hast ETCs, du hast ETFs. Du kannst eben auch dort Optionsscheine kaufen und eben auch Zertifikate. Wie sieht das Online-Banking aus? Du musst beim Einstieg dementsprechend einmal entscheiden, ob du eben
ins Konto einsteigen möchtest oder ins Depot, da gibt es eben einen dementsprechenden Unterschied. Du findest dann eben bei der Dadat auf der Einstiegsseite kannst du auch Widgets anlegen, wo du eben einen Marktüberblick auch bekommst. Es sieht dann eben so aus, dass du eben da vor oben dein Portfolio siehst. Du kannst dann eben hier auch herunterklappen und Umsätze, Order teilen, Order Manager, Einstandswert, Historie anzeigen. Du kannst eben auch einen Wertpapierkredit in Anspruch nehmen. Siehst dann eben auch, wie sieht denn deine Depotstruktur aus. Siehst eben auch einen aktuellen Marktüberblick. Wie sieht es denn aus mit am ATX, wie sieht es denn aus, wie zum Beispiel im DAX, wer ist denn der heutige Sieger und der Verlierer und natürlich und. Du kannst eben hier herunten, findest du einen Schnellzugriff und da kannst du eben auch schnell überweisen aufs Verrechnungskonto, bis vom Verrechnungskonto weg. Du findest eben hier den Hinweis, okay, welche Umsätze hat es denn in den letzten Monaten gegeben am Verrechnungskonto, welche Buchungen hat es denn hier gegeben und findet dann eben auch die Möglichkeit, über Kauforder eben eine Order zu tätigen. Und hier findest du eben die Möglichkeit, dass du eben dein gewünschtes Papier eingibst. Ich gebe jetzt hier ein die Voestalpine. Bestätige dann das Ganze, dann sagt er mir, okay, möchtest du von der Voestalpine die Aktie kaufen, die Aktie als ADR in den USA oder eben die Anleihe? Ich sage dann natürlich, ich möchte die Aktie und dann schlägt er mir eben vor, na, welchen Handelsplatz möchtest du denn das kaufen? Möchtest du das börslich kaufen oder eben außerbörslich? Und kann eben an dieser Stelle bereits überlegen, wo ich denn das Ganze kaufen möchte. Und du kannst dich vielleicht noch erinnern, dass ich ihm gesagt habe, an der Dadat Prime, das ist die Lang- und Schwarz-Exchange, gibt es eben besonders günstige Ordergebühren. Bei der Voestalpine ist natürlich ein Kauf über die Wiener Börse noch immer günstiger, aber wenn eben hier eine SAP stehen würde, dann kann ich eben die SAP auch wieder über die Wiener Börse kaufen, ist noch immer günstiger. Aber ja, irgendein Wertpapier, das eben nicht, machen wir es anders. Ich kaufe mir die Coca-Cola zum Beispiel und habe auch hier eben die Möglichkeit, dass ich die eben börslich und Stuttgart, etc., Berlin, Hamburg und so weiter und ich finde eben die Nüsse eben erst ganz weit unten, denn eben ja für Buy and Hold Anleger meines Erachtens ist das eben tatsächlich nicht notwendig und könnte eben die kaufen eben auch an der Lang- und Schwarz-Exchange und kaufe mir die eben an der Wiener Börse. Über Market Maker kommen da eben dementsprechend interessante Kurse zustande und sage eben, okay, wie viel möchte ich denn kaufen? Ich möchte 50 Stück kaufen. Order Art Limit, sage eben als Limit 40, damit ich es ja nicht bekomme. Ohne Zusatzgültigkeit, tagesgültig, das habe ich eben hier an Möglichkeiten, Ultimo laufender Woche, Ultimo laufender Monat, nächster Monat gültig bis zum Datum. Ja, Zusatz kann ich nur Fill or Kill, das hängt natürlich auch vom jeweiligen Handelsplatz ab. Und irgendwie, wann möchte eben das Ganze ausgeführt werden. Dann sage ich eben Order berechnen. Und beim Order berechnen sagt er mir eben, hey, du hast gar nicht so viel Geld. Möchtest du eben einen Wertpapierkredit aufnehmen? Und da sage ich, ja, natürlich möchte ich das und stimme dem Ganzen zu. Weil das Girokonto, das Verrechnungskonto nicht gedeckt ist und ich brauche da eben rund 2000 Euro, die Spesen sind da eben 7,70 Euro, sagt dann eben, ich möchte mir den Ex-Ante-Bericht ansehen, das ist eben der Bericht, wie viel mir das Ganze kosten wird und da sagt er mir eben, die Transaktionsspesen liegen bei 5,90 Euro, eben Börsen- und Fremdspesen 1,80 Euro sind eben 7,70 Euro. Insgesamt sind es eben 0,39. Und dann gibt es natürlich laufende Spesen, wie eben die Depotgebühr, Kontoführungsgebühr und so weiter und so weiter. Ja, und wenn ich eben dann sage, ich möchte jetzt kaufen, dann heißt es eben SMS, nein, nicht kaufen, sondern ich möchte eben die Order teilen. Dann sagt er eben, gut, ich schicke dir ein SMS zu, das musst du jetzt dementsprechend bestätigen und bekomme eben dann eben diese SMS und die bestätige ich dann, kann dann eben auch noch sagen, Session für weitere Orders aktivieren. Heißt eben, ja, ich gehe das Risiko ein, dass eben sozusagen ich verlasse jetzt den Computer und der Nächste gibt dann eben irgendjemand welche Orders ein. Das würde in dieser Session, bis ich mich eben auslogge, eben passieren und
In meinem Fall aber gibt es keine Gefahr und sage eben, ja, ich gebe jetzt die Order auf. Und wenn eben heute die Coca-Cola-Aktie noch auf 40 Euro zurückfallen würde, dann würde ich eben dementsprechend 50 Stück von der Coca-Cola kaufen. Jetzt steht eben die Order im Order-Manager drinnen und werde eben sehen, ob das Ganze eben stattfindet, kann eben hier noch diese Order streichen. Ansonsten würde das eben so drinnen stehen, bis eben die Order abläuft. Am nächsten Tag, morgen eben, wäre sie nicht mehr drinnen. Die Eröffnung eines Wertpapierdepots bei der Dalat erfolgt online und wirklich sehr, sehr rasch. Einfach die Daten eingeben, die persönlichen Daten inklusive Erfahrungen im Wertpapierbereich plus eben dann später, welche Erfahrungen ich bisher gesammelt habe im Wertpapierbereich. Muss dann eben angeben, ich bin nur in Österreich steuerlich ansässig, bin kein US-Staatsbürger oder sonst irgendwas. Und dann geht es eben Richtung Videolegitimation. Dort eben angeben, okay, mir Reisepass oder Personalausweis in die Kamera halten und dann ist eben das Depot dementsprechend eröffnet. Ich kann das eben dann auch bereits ein Geld überweisen und bis eben die Dalat mir das Depot freischaltet, vergeht dann ein, zwei Werktage und dann kann ich eben loslegen mit dem Traden, Eröffnung eines ETF-Sparplanes oder was auch immer ich haben möchte. Die Dalat bietet auch Online-Seminare an, wo du eben dementsprechend informiert wirst, wie sind denn die ersten Schritte im Dalat-Banking, wie kann ich denn eben erfolgreiche, hoffentlich erfolgreiche Trading-Strategien durchführen und. Also da gibt es Expertinnen und Expertinnen, die eben Webinare machen, Seminare machen und natürlich die Damen und Herren stehen eben auch im Kundensupport zur Verfügung. Meine Erfahrung mit dem Dalat-Kundensupport ist, dass dieser sehr rasch erreichbar ist, mitunter aber die erste Antwort vielleicht eher noch so, ja, wirklich First-Level-Support ist und eben, ja, man muss dann noch einmal nachfragen und meistens passt dann eben die zweite Antwort so, wie man sie eben haben möchte. Kontaktmöglichkeiten telefonisch und per E-Mail. In Wien gibt es in der Nähe vom Stephansdom so eine Art Filiale. Der Sitz der Dalat Bank ist in Salzburg, aber da gibt es eben keinen Parteienverkehr. Insgesamt zusammengefasst, das Depot von der Dalat Bank ist meines Erachtens eines der interessantesten Depots in Österreich, denn eine niedrige Depotgebühr, sie bieten einen Zugang zu vielen Börsenhandelsplätzen, sie bieten ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Wertpapieren von Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, sie bieten auch sehr viele Sparpläne an, da wäre es natürlich schöner, wenn sie weiter ausgebaut werden würden, aber das Angebot, so wie es aktuell ist, ob Aktiensparplan, ETF-Sparplan, da kommt, würde ich sagen, jeder, der das haben möchte, für den passt es. Das Besondere an der Dalat ist meines Erachtens, dass sie keine Dividendengebühr verlangen. Für Dividendenanleger ist die Dalat dementsprechend ein heißer Tipp. Schaut euch die Neukundenaktionen an. Auch Überträge werden von anderen Banken dementsprechend oftmals refundiert. Da entstehen Depotübertragsspesen. Die Dalat sagt, wenn dieses Depot dementsprechend höher ist, dann übernehmen wir die Spesen dafür. Die Dalat lässt auch mit sich verhandeln. Wenn du eben einer bist, der eben mehr handelt, dann gibt es eben einen Rabatt auf die Ordergebühren, auf die Depotgebühr und so weiter. Aber da musst du eben dementsprechend mehr handeln. 100 Trades, 200 Trades innerhalb der ersten 11 Monate des Jahres. Also die Dalat Bank hat meines Erachtens ein sehr interessantes Angebot. Ist eine der Top-Banken bzw. Depotbanken in Österreich, wenn es eben um die Anlage geht. Ja, es gibt eine Depotgebühr, aber die ist dementsprechend minimal. Wenn du sagst, dieses Depot der Dalat Bank ist für dich interessant oder du hast irgendeine Frage, dann kann ich dich nur darauf verweisen, sieh dir doch auf poker-test.at die Dalat Bank näher an. Ebenso gibt es fast 30 Erfahrungsberichte bereits zur Dalat Bank von zufriedenen oder auch nicht zufriedenen Kunden. Sieh dir doch das an, was da auf meiner Webseite auf poker-test.at steht. Dort findest du eben unter Erfahrungen auch die Dalat Bank und dort eben dann eben die verschiedenen Erfahrungsberichte und ich bin mir sicher, du findest auch dort die nötige Information. Ansonsten stelle doch eine Frage in Form eines Kommentars unten. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis bald zum nächsten Video. Euer Andreas. Ciao.